Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk. Wir werden heute zusammen mal schauen, wie es im Gemüsegarten aussieht hier am Hof. Im Gewächshaus gucken wir vorbei, wir werden zusammen was aussehen, was pikieren. Naja, und ihr bekommt so einen Einblick, wie es hier gerade am Hof, im Garten und drumherum aussieht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, los geht's. Jetzt im Juni ist ja schon einiges im Garten auch schon wieder abgeerntet. Die eine oder andere Kohlpflanze, Krautsalat, schönes leckeres Gemüse oder eben auch Kohlrabi. Und wichtig ist es, dass wir im Juni daran denken, dass wir unseren Garten auch weiterhin voll halten. Und das bedeutet, dass wir aussehen. Nicht nur Chinakohl zum Beispiel, sondern eben auch den Kohlrabi. Und das machen wir jetzt zusammen. Ich habe hier schon zwei Aussaatschälchen vorbereitet mit einer feinen, lockeren Erde. Stäbchen habe ich auch dabei. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Hier bei uns gerade windet es unheimlich. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen und habt nicht allzu viel Störgeräusche vom Wind. Ab und an fliegt hier mal was durch die Gegend. Wir machen jetzt das Beste draus. Ein paar Jungpflanzen stehen noch hier an der Jungpflanzenanzuchtstation. Das meiste ist in den Beeten. Und hier können wir auch jetzt wunderbar unsere Aussaaten machen. Das Prinzip ist eigentlich das gleiche wie im Frühjahr auch. Ich nehme mein Saatgut, ich nehme mein Aussaatschälchen, mache Löcherchen, forme die vor mit dem Pikierstäbchen, dann kommt das Saatgut rein. Und das Wichtigste ist wirklich, dass wir die Saaten eben auch feucht halten. Weil wenn wir aussehen und sie einfach dann vergessen und sie trocknen aus, dann kann auch nichts keimen. Und im Sommer jetzt ist das sowieso ja noch mal wichtiger. Ich hoffe, das fliegt mir jetzt nicht weg. Es ist so windig. Wichtig ist natürlich die Bodentemperatur. Der Kohlrabi möchte so zwischen 15 und 20 Grad haben. Das heißt jetzt, wir stellen die Pflanzen natürlich gleich nach dem Angießen nicht in die pralle Sonne. Die werden zwar in der Nähe vom Haus bleiben, aber sie brauchen einen leicht schattigen Standort. Und das können wir hier ganz gut realisieren. Und wenn man sie direkt in der Nähe vom Haus hat, dann guckt man auch öfters vorbei und schaut danach, dass sie nicht austrocknen. Ich drücke das Ganze noch ein bisschen an. Dann stelle ich sie jetzt auf die Erde, auf den Boden und dann gieße ich sie an. Als nächstes werden wir pikieren. Und ihr kennt das ja, bei uns gibt es immer Salat, immer frischen Salat. Und wir haben hier in dieser Quickpot-Platte viele Salate stehen. Die werden wir jetzt vereinzelt. Und dazu brauche ich ein Pikierstäbchen und eine Quickpot-Platte. Und die hat mein Mann schon vorbereitet. Sehr schön. Während wir ja im Frühjahr immer so eine blaue Schale genommen haben, Salat ausgesät haben, machen wir es für die Nachsaaten so, dass wir eine Quickpot-Platte nehmen, die etwas dichter aussehen, so wie ihr das jetzt hier sehen könnt. Wir haben halt einfach auch die Beete noch nicht alle frei. Und dann werden wir die hier rausnehmen, nochmal einzeln pikieren. Aber wenn ihr natürlich Platz in den Beeten habt, dann könnt ihr natürlich direkt so eine Ansammlung von Salaten nehmen und die vereinzeln und direkt ins Beet setzen. Das geht natürlich auch. Übrigens das hier, das ist der Kopfsalat aus unserem Sortiment. Hier dieser rote, wunderschöne ist Lolo Rossa. Dann hier daneben, da sieht man schon die typische Blattform so ein bisschen. Das ist der Eichblattsalat, der wird auch schön kompakt, schmeckt auch sehr mild, super für Kinder. Hier daneben haben wir den Eisbergsalat und ganz außen mit der leicht rötlichen Färbung, das ist der Batavia. Der wird auch schön knackig, ähnlich dem Eisbergsalat. So, ich fange jetzt mal an und pikiere mir ein paar Salate um. Pro Pöttchen kommt aber nur eine Pflanze rein. Und hier suche ich mir auch die schönsten aus. Ich brauche ja nicht wirklich alle. Ein bisschen größer. Und dann habe ich gleich eine bunte Platte, seht ihr gleich. Jetzt habe ich hier den Lolo Rossa. Das sieht jetzt für, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen rabiat aus, wie ich die jetzt hier auseinandernehme. Aber Salat verträgt das wirklich gut, das ist kein Problem, das steckt der gut weg. Natürlich muss ich aufpassen, dass ich die Wurzel nicht verletze. Aber wenn man da ein bisschen Fingerspitzengefühl dran legt, kriegt man das gut hin. Wie gesagt, der Salat ist da ziemlich robust. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Die monatliche Salatplatte,
Das ist so viel Mehrwert im Garten. Man hat immer frischen Salat da, ob das jetzt morgens zum Frühstück ist, ein paar Blätter mal eben im Garten sich holen zum Schnabulieren oder einen schönen bunten Salat. Das ist auch toll, wenn man diese Vielfalt hat, wenn man mehrere Sorten hat. Das kommt in der Salatschüssel ziemlich gut. Und dann ist es auch interessant, immer herauszufinden, welcher Salat ist von wem in der Familie der Lieblingssalat. Wenn ihr jetzt so eine Salatplatte habt, so wie ich das jetzt hier habe, die hatten jetzt natürlich ein bisschen Stress durch das Umpflanzen. Und gut ist es, wenn wir sie jetzt nicht in die pralle Sonne stellen. Es sei denn, wir haben jetzt einen diesigen Himmel. Habe ich jetzt hier nicht. Das heißt, wir werden unsere Salatplatte gleich etwas schattiger stellen, halbschattiger stellen, damit die sich gut erstmal einwurzeln können und nicht so viel Sonnenstress haben. Die gieße ich jetzt an und vielleicht ist es für euch ganz interessant oder ganz hilfreich. Ich kann mir natürlich jetzt raussuchen, was kann ich alles noch aussehen, aber wir haben bei uns im Kiosk extra eine Box zusammengestellt, die heißt die Herbstbox und da sind alle Saaten oder viele Saaten drin zusammengefasst, die ihr jetzt aussehen könnt und wo ihr dann im Herbst bis in den Winter hinein ernten könnt. Wenn ihr möchtet, schaut gerne mal rein, findet ihr in der Videobeschreibung und ich werde jetzt angießen. Die Wurzeln haben wir jetzt hier schön eingeschlemmt mit dem Gießen und wir haben jetzt noch ein paar Jungpflanzen hier stehen, die noch nicht ins Beet dürfen. Zum Beispiel haben wir im Beet die dicken Bohnen. Da dauert es vielleicht noch, naja, vielleicht 2 oder 3 Wochen, bis das Beet wirklich wieder frei ist, bis die neuen Pflanzen einziehen können. Und ihr wisst es vielleicht, nach den dicken Bohnen können wir wunderbar den Winterporree dort einsetzen. Der steht jetzt noch hier, den gucken wir uns an. Der braucht wahrscheinlich eine Düngung. Ja, guck mal. Ich habe sie gefunden. So sieht aktuell unser Winterporree aus. Sieht vom Weiten aus wie Schnittlauch, ne? Der braucht jetzt einen Dünger. Und wenn ich einen Dünger brauche, der schnell verfügbar ist, dann nehme ich einen Flüssigdünger. Wir haben bei uns im Sortiment einen, den wir gerne für Jungpflanzen verwenden, den ihr aber auch gerne für zum Beispiel Tomaten verwenden könnt. Auch da klappt das gut. Der ist sehr ergiebig. Das mische ich jetzt mal an. So sieht der Mikrodünger aus, falls ihr den bei uns im Kiosk sucht. Das ist die Flasche. Sehr, sehr ergiebig. Funktioniert natürlich nicht nur für Tomaten, sondern eben auch für Gurken, eigentlich für alles, was dann Dünger braucht. Der ist so ergiebig, ich brauche wirklich nicht viel, ein halbes Schnapsglas jetzt auf die Menge. Und dann gieße ich Wasser rein. Wichtig ist erst den Dünger rein, dann das Wasser, dann kann sich das nämlich gut vermischen. Oder man schüttelt, aber ist hier unpraktisch. So. Jetzt habe ich mir das angemischt und jetzt gieße ich meine Jungpflanzen damit und gebe den flüssigen Nährstoffe und Mikroorganismen dazu, damit sie noch ein bisschen durchhalten, bevor sie ins Beet dürfen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum ich euch das jetzt so im Detail zeige. Aber öfters kommt bei uns eine E-Mail an mit der Frage, wie mache ich das denn jetzt mit den Jungpflanzen? Die Beete sind noch nicht ganz leer. Es ist jetzt auch ein bisschen rangieren. Aber wenn ihr Jungpflanzen stehen habt, auch Kohlpflanzen noch oder sogar auch Salatpflanzen und ihr merkt, die brauchen noch ein bisschen mehr Nährstoffe, aber das Beet ist noch nicht frei, dann könnt ihr mit so einem Flüssigdünger gut die Zeit überbrücken. Und jetzt gehen wir zusammen in den Gemüsegarten und schauen mal, wie es im Gewächshaus aussieht. Willkommen im Gewächshaus im Lukama Lichtraum. Es ist schon richtig schön grün geworden, ganz, ganz schnell. Hier außen, hinten an den Seiten haben wir 2 Gurken, die sind schon an den Tomatenhaken, also an Schnüren hochgeleitet. Wir haben viele Kräuter, dann steht Paprika dabei, den Basilikum und den Dill aus der Direktsaat, was wir gemacht haben, ist auch schön aufgelaufen. Und was ihr auch seht, ist so ein bisschen viel Wuselgrün, so sieht es wahrscheinlich aus. Ich war eine Weile nicht da. Und die Tomaten wollen natürlich auch gepflegt werden. Deswegen seht ihr auch diese, ja, abgeschnittenen Triebe, die auf dem Boden liegen. Die dürfen da auch liegen bleiben. Aber ich möchte euch jetzt mal exemplarisch an einer zeigen, wie so eine Tomatenpflege bei uns aussieht. Deswegen habe ich die und die noch nicht bearbeitet. Das machen wir jetzt zusammen. Ich gucke mir die Tomatenpflanze an und gehe
tatsächlich ein bisschen rigoros vor. Das heißt, die unteren Triebe und Ausgeiztriebe, die schneide ich einfach ab. Und die bleiben auch auf dem Boden liegen. Wichtig ist ja, dass ich keine Brücke habe, dass meine Blätter auf dem Boden liegen und wenn ich dann gieße, dass die Feuchtigkeit zu sehr an die Pflanze rankommt. Das heißt, ich kürze die auch einfach ein, die oberen Blätter. Dann nehme ich mir die Triebe, die ich ausgeizen will. Und wenn die schon so ein bisschen größer sind, das Ausknicken schon ein bisschen schwieriger ist, dann nehme ich mir eben die Schere. Das sieht jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen rigoros aus, ein bisschen brachial, aber die Tomate kann das ganz gut ab. So, dann schaue ich mir an, wie sie weitergewachsen ist. Und hier habe ich wirklich eine sehr, sehr kräftige Pflanze, die ganz viele dicke Triebe ausgebildet hat. Ich gucke erstmal, gibt es hier noch was auszugeizen? Ja, das nehme ich dann erstmal raus. Hier unten schneide ich noch meine Blätterbrücke ab. Und dann habe ich hier oben so verschiedene. Hier mache ich jetzt eine Entscheidung, welcher darf weiterwachsen. Ich könnte diese Tomate tatsächlich auch zweitriebig ziehen. Also ich könnte mir da und da eine Schnur spannen, wenn ich den Platz hätte, und könnte dann zwei Triebe hochziehen. Das habe ich auch durchaus schon mal gemacht. Aber hier ist es jetzt so, dass ich mich entscheide. Ich habe zwei starke Triebe und einen davon, den nehme ich jetzt raus. Hier ist auch noch ein Ausgeiztrieb, auch den nehme ich raus. Jetzt hat die Tomate wieder Luft. Die braucht nämlich auch einen schönen Luftzug dabei. So lasse ich sie jetzt. Eine Blüte ist auch schon dabei. Jetzt heißt es als nächstes, dass sie einen Stab oder im Gewächshaus hier eben eine Schnur bekommt. Ich habe jetzt hier eine Öse um die Stange herum. Ich habe den Tomatenhaken da eingehangen. Ich habe auch die entsprechende Länge, die ich jetzt erstmal brauche. Dann wickele ich das nochmal hier drum, dass es nicht so durch die Gegend wackelt. Jetzt klettere ich wieder runter. Und nun heißt es, die Schnur um die Tomate drum wickeln. Das hätte man optimalerweise natürlich alles schon machen können. Aber ihr wisst ja, wir ziehen gerade um. Wir haben ein neues Hofprojekt. Mit der Zeit ist es gerade sehr herausfordernd. Die Tomaten nehmen uns das jetzt nicht krumm. Die wachsen trotzdem schön und lassen sich auch jetzt noch pflegen. So, weiter unten angekommen, mache ich einfach eine Schleife rein. Das kann man aber nach Geschmack machen, wie man möchte. Wichtig ist, dass sie locker fixiert ist, damit das Ganze auch hält. So, nicht einschneiden. Und dann bin ich mit der ersten hier auch schon durch. Sind noch ein paar. Die optimale Tageszeit, um unsere Tomaten auszugeizen, das ist morgens in der Früh. Wenn wir dann Verletzungen an der Pflanze haben, können sie richtig gut abheilen. Das ist besser, als wenn wir das abends machen. Aber abends hingegen ist die bessere Zeit, um unsere Tomatenpflanzen an Schnüren oder Stangen entlang zu leiten. Denn dann sind sie nicht mehr so ganz so kräftig. Und dann kann auch so schnell nichts abbrechen. Aber kräftig sind unsere Tomatenpflanzen ja auch daneben. Die Paprika, die Physalis, die Kräuter, die Gurken, richtig, richtig schön gewachsen. Aber nicht nur hier im Gewächshaus, sondern auch der Garten an unserem neuen Standort begeistert uns sehr. Kohlpflanzen, Zwiebeln, wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal gucken. Hier im Gemüsegarten sind schon so viele Pflanzen drin und es ist insgesamt so viel. Wir halten das jetzt einfach kurz. Wir besprechen kurz, was ist da, wie wächst es, wie zufrieden sind wir damit und so gehen wir jetzt durch. Hier vorne haben wir den Spitzkohl, den seht ihr schon, den frühen Kohl. Ist eine Wucht, fantastisch. Die sind so schön gewachsen. Wir essen jeden Abend frisches Gemüse, mal eben durch die Pfanne gezogen. Wenn ihr bei euch Spitzkohl aber habt, könnt ihr den natürlich auch gut fermentieren. Hier daneben haben wir Pak Choi, ein paar haben es in die Pfanne geschafft. Wie ihr seht, ein paar nicht, ein paar blühen. Man kann natürlich auch ein paar Blüten essen, aber da waren wir einfach zu langsam. Hinter mir sehen wir auch noch einiges an grün gerupft. Der frühe Wirsing war dabei, Kohlrabi. Das essen wir wirklich viel und regelmäßig. Genial, sage ich euch. Neben dem Kohl stehen ja auch ganz gerne die Tomaten. Wir haben Freilandtomaten hier stehen. Hier muss ich aber auch noch mal ran, dass wir die gepflegt bekommen. Neben den Tomaten auf der anderen Seite haben wir auch Kohlpflanzen stehen, wie ihr schon sehen könnt. Wunderbar, der Brokkoli wächst ganz toll. Daneben der Weißkohl. Das wird eine dicke Fermentationsparty dieses Jahr werden. Ich freue mich schon total. Was auch ganz interessant ist, hier an dem Standort fürs Videodrehen ist es ein bisschen herausfordernd, der ganze Wind dabei. Aber für die Pflanzen, insbesondere für Kohlfliege, Kohlweißling und so, ist es anscheinend ein bisschen zu windig. Die sehen wir denn hier eher selten. Wogegen wir da aber den Erdfloh hier haben, aber da hilft Einstäuben mit dem Gesteinsmehl. Das passiert dann einfach und da es nicht so viel regnet, muss man es auch nicht so viel wiederholen. Den Erdfloh haben wir somit im Griff. Gehen wir ein Beet weiter. Diese Beete hier, die haben wir im Mai im Video zusammen bepflanzt. Wir haben hier den Winterwirsing stehen, wir haben Grünkohl hier stehen.
Da hinten seht ihr noch Rotkohl und Palmkohl. Und auf der anderen Seite, kleines Rätsel, was war das nochmal? Wird ganz groß, hat kleine Kugeln. Genau, das ist der Rosenkohl. Schaut mal, wie prächtig sich das entwickelt hat. Ich bin total begeistert. Hier auf dieser Seite haben wir Mulch liegen. Hier auf dieser Seite wird gehackt. Ja, Spaß, solange kein neuer Mulch da ist, müssen wir dann hacken. Aber hier wird demnächst auch noch Mulch auf die Erde kommen. Und dann sind wir hier soweit fertig und können uns auf Wintergemüse freuen. Weiter ins nächste Beet. Hier darf ich euch stolz unsere Zwiebel- und Möhrenbeete präsentieren. Wir haben hier aus den Steckzwiebeln aus dem Kiosk zwei reingemacht. Einmal die rote, einmal die weiße. Die sind so schön angewachsen. Die sind auch schon teilweise, also zwischen den einzelnen Pflanzen, stibitze ich mir hier und da eine größere und nehme sie schon mit in die Küche, weil die schon so weit nach vorne gegangen sind. Also das wird nicht mehr allzu lange dauern, bis die beerntet werden können. Mischkultur, Zwiebel, Möhren kennen wir alle. Dazwischen haben wir die Möhren. Die haben wir zwischendurch immer ausgedünnt. Auch hier haben wir zwei Sorten. Und die brauchen natürlich zwischendurch Platz. Das heißt, es ist wichtig, dass wir Platz schaffen, zwischendurch kleinere Möhren rausnehmen, damit die anderen weiter wachsen. Wir kennen ja die Möhrenfliege und die Zwiebelfliege. Und ihr kennt das aus unserem alten Garten, dass wir da immer mit Netzen gearbeitet haben, weil das einfach nötig war. Hier haben wir uns jetzt getraut, ohne Netz zu arbeiten, weil es ja doch weniger Arbeit ist und einfacher in der Handhabe. Bisher haben wir keine Möhren- und Zwiebelfliege gesehen. Wie gesagt, es ist windig, vielleicht liegt es auch mit daran. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Aber wie ihr seht, bisher kann ich nur sagen, schaut mal stolz unsere Zwiebeln und unsere Möhren. Und lecker sind sie übrigens auch. Es ist so schön, hier durch die Beete zu spazieren. Und natürlich das Beikrautzupfen gehört auch dazu, aber selbst das macht Freude. Und schaut euch das mal an. Zum Beispiel hier die Reihe, ihr seht schon, das ist der Sommerporree. Wir sehen einen deutlichen Unterschied zu unseren Pflanzen, die wir im Rheinland im alten Garten hatten. Die waren nämlich zu dem Zeitpunkt jetzt schon viel, viel weiter. Die Frage ist jetzt, liegt das an dem Frühjahr jetzt 23, was so eher kühl war, oder ist das standortbedingt? Mit den Jahren werden wir das auch noch herausfinden. Daneben, was ja eine wirklich viel Kleinstarbeit war, die Direktsaat der Pastinake, dass wir die richtigen Keimlinge auch behalten und die anderen rausnehmen. Aber schaut mal, die Mühe hat sich gelohnt. Die Pastinake ist schön angewachsen. Da kommt die Ernte erst im Herbst. Aber ich bin da guter Dinge. Und daneben, was so ein bisschen aussieht wie so vielleicht spitzwegerig vom Weiten, das sind die Schwarzwurzeln. Und da hinten, was noch dünner aussieht, das sind die Haferwurzeln. Auch das Wurzelgemüse, das ernten wir dann im Herbst. Und hier daneben, das ist kein Weg, schnell hier rüber, sonst kriege ich noch Ärger. Das hier, ihr ahnt es schon, das sind die Gemüsezwiebeln. Und die Gemüsezwiebeln, die werden im Sommer geerntet, vielleicht dann auch später, wir werden sehen. Und die werden so groß und die sind so lecker, die schmecken so köstlich. Die kann man auch roh gut essen, die sind nämlich nicht wirklich scharf. Wie ihr sehen könnt, bisher keine Ausfälle, die machen sich gut. Ein weiteres Beet, was ich euch zeigen möchte, ist hier die rote Beete. Auch die haben wir schon ausgedünnt, also zwischendurch Pflanzen rausgenommen. Das Blattwerk ist in die Küche gewandert und wurde da weiter zubereitet. Aber so hat jetzt die rote Beete genug Platz, um weiter zu wachsen. Die ist noch recht klein, die braucht noch ein bisschen, da brauchen wir noch Geduld, dass wir da die ersten beernten können. Und neben der roten Beete haben wir hier den Fenchel stehen. Ihr seht schon, hier ist eine kleine Lücke, die ist gestern schon in die Küche gewandert. Denn der Tipp beim Fenchel, wichtig ist, wartet nicht zu lange. Ich habe jetzt hier einen mal rausgenommen. Das ist schon eine Größe, wo ich sagen würde, den nehme ich schon mit in die Küche. Also so, schaut mal meine Hand, darf ruhig noch ein bisschen größer sein, aber viel größer lasse ich den nicht werden, diese Sorte hier. Dann wird sie nämlich holzig. Ist also eher ein kleinerer, ein zarter Fenchel, schmeckt aber super gut. Kann man auch roh gut essen, kann man durch die Pfanne ziehen, kann man auch fermentieren. Und das Grün vom Fenchel ist ebenso sehr köstlich. Also, baut mehr Fenchel an, falls ihr ihn noch nicht habt. Und was man auch hier ganz gut sehen kann, ist, die ersten Blumen sind auch schon an den Rändern drin. Wir haben hier die Löwenmäulchen, auch eine essbare Pflanze. Blumen dürfen im Gemüsegarten nicht fehlen. Neben dem Fenchel, den nehme ich jetzt mit, den gibt es nachher beim Essen. Dieser grüne Streifen, den ihr hier seht, hier bauen wir keine Kräuter ein, sondern das ist einer von den mehreren Wegen, die wir hier im Gemüsegarten haben. Und wir haben das jetzt ganz bewusst so arm gehalten. Es ist nichts anderes als alles an Beikraut, was hier wächst, was hier raustreibt. Also von Wegerich bis zum Melde, da ist alles dabei. Das Wichtige ist, dass wir regelmäßig abmähen. Wir können dann den Mulch ernten und wichtig ist auch, dass er nicht in Samen steht, also dass wir nicht die Samen von den Beikräutern hier noch im Gemüsebeet verteilen. Also früh genug abmähen, abmulchen und dann haben wir ganz einfache Methode, um Gartenwege zu haben. Und das Schöne ist eben in diesem neuen Garten, dass wir so viel Platz haben. Hier kann man ganz bequem mit einer großen Schubkarre durchfahren. Das ist total super. Und direkt neben diesem großen, breiten Weg seht ihr schon, das ist die dicke Bohne.
Ich hatte das am Anfang des Videos ja auch schon mal erzählt. Das braucht noch ein bisschen. Also die ersten Hülsen, die ich hier im unteren Bereich finde, die sind schon so, dass ich sage, die nehme ich mit in die Küche. Moment. Also wenn die so schön prall und dick sind, dann kann ich die mal aufmachen. Ich esse die auch manchmal ein bisschen roh. Kann man aber auch gut durch die Pfanne nehmen. Ja, hier kann man das sehen, die erste. Die ist jetzt nicht ganz so groß, das macht aber nichts. Die kann man auch so schon gut essen. Neben dem dicken Bohnen hier haben wir Knollensellerie stehen. Den einen habe ich nicht geerntet, der wäre auch zu klein. Da ist einfach meine Pflanze kaputt gegangen. Auch das kann immer mal passieren, ist aber nicht schlimm. Direkt hier daneben das ganze Grün, das sind unsere Zwiebeln aus der Saat. Die haben wir nicht einzeln gesetzt, sondern die sind im Horst. Also es sind immer drei Zwiebeln zusammen, drei Pflanzen. Das funktioniert ganz gut, braucht man eben größere Abstände. Hier auf der Fläche, wo ihr gerade nicht seht, da standen der Spinat und Radieschen, sind abgeerntet. Kommen als nächstes die späten Kartoffeln rein. Die sind auch vorgetrieben. Das kann man jetzt im Juni auch noch gut machen. Dann hat man nämlich im Winter später auch noch Kartoffeln. Und daneben, hier was so total bunt ist, dieses wunderschöne Farbfeuerwerk, das ist der bunte Mangold. Von weiß, pink, rot, orange, gelb, alles dabei. Ich würde sagen, der Mangold funktioniert hier auf jeden Fall gut. Neben dem Mangold hier seht ihr eine Reihe, das sind Steckrüben. Die sind eingepudert, die sehen jetzt noch etwas schwächlich aus. Da ist der Erdfloh das Problem, aber das wird wieder, da mache ich mir jetzt weniger Sorgen. Dahinter das Grüne, das was ihr seht, das ist die Wurzelpetersilie. Das war mit der Keimung etwas schwieriger, denn da war der Maulwurf zwischendurch unterwegs mit seinen Gängen. Der hat das mit der Keimung dann etwas erschwert. Direkt daneben diese zwei grünen Reihen, die ihr seht, ihr wisst, was es ist. Das sind Kartoffeln, die frühen Sorten, die sind gut angegangen, gut gewachsen. Da freue ich mich schon auf die ersten eigenen Kartoffeln hier. Und direkt neben mir, gut zu erkennen an den lila-violetten Blüten, die dran sind aus unserem Sortiment, das sind die Zuckerschoten oder Zuckererbsen. Kann man auch gut unterscheiden, die Markerbsen haben nämlich weiße Blüten. Das Schöne ist, die wachsen sehr, sehr einfach. Die wachsen auch auf Balkon, auf Terrasse. Die brauchen so ein bisschen Ranggerüsten. Das kann man sehr einfach halten. Und ihr könnt die jetzt sogar noch aussehen. Also schaut gerne mal unter Hülsenfrüchten bei uns im Kiosk. Da findet ihr das Saatgut. Gucken wir mal, was dahinter ist. Neben den Zuckerschoten haben wir eine Reihe Salate. Manche sind geschossen, einige sind abgeerntet. So ist das im Garten. Und hier daneben mit den weißen Blüten, wie eben schon gesagt, haben wir die Markerbsen. Ihr seht schon den Unterschied. Die wachsen nicht so hoch. Und die werden, also die lassen wir natürlich dick werden, dass sie so richtig prall sind, dann können wir die Erbsen ernten. Daneben hier haben wir den Stangensellerie, wächst auch gut. Und hier seht ihr zwei Reihen von den Buschbohnen. Hier direkt vor mir, das sind die grünen. Dazwischen ist natürlich Bohnenkraut. Übrigens, wenn das so anwächst, einmal anschneiden, dann wird es nochmal buschiger. Und in der zweiten Reihe haben wir vorne die blauen Buschbohnen, die Zauberbohnen. Und da hinten sind die gelben. Und jetzt gehen wir zu den Gerüsten. Neben den Bohnen hier sind in den Beeten Gurken, und zwar genau die Einlegegurken, also die Gewürzgurken. Die haben ein Ranggitter, das sind Eisenmatten, ihr wisst ja, wir haben Baustelle hier. Und da haben wir Eisenmatten in Form geschnitten, mit Bändern fixiert, da können die dran ranken. Und was passt gut zu Gurken? Gurkenkraut, und das ist der Borretsch, der wächst direkt daneben. Hier in diesem Beet könnt ihr sehen Zucchini als auch Partisanpflanzen. Die passen gut in der Mischkultur mit den Ringelblumen zusammen. Deswegen sind die hier zusammengesetzt. Und den Partisan-Kürbis, den erntet man ja möglichst, also diesen UFO-Kürbis, den ernten wir so früh wie möglich eigentlich, dass er gar nicht so groß wird. Dann kann man ihn so verarbeiten wie Zucchini eben auch. Wir sind schon fast am Ende des Gemüsebeetes und hier sind wieder Ranggitter. Da ranken dran Bohnen, und zwar die blaue Stangenbohne aus unserem Sortiment, die blaue Hilde. Und dann haben wir noch die Feuerbohne, die so schön pink ist, also optisch auch ein Hingucker, schmeckt richtig gut. Man kann die Schoten essen, also die Hülsen essen oder sie auch eben ausreifen lassen. Und dann hinterher die Böhnchen trocken, total super Selbstversorgergemüse. Deswegen hier daneben auch direkt die Borlotti, also unsere Trockenbohne, die ist auch wunderschön und lässt sich super gut trocknen. Dazwischen wieder Bohnenkraut, so können wir Bohnen super anbauen. Hier im nächsten Beet seht ihr nochmal zwei Ranggerüste. Hier wachsen, ihr seht es ja schon, Borretsch und auch Gurken. Das ist die Salatgurke, unsere Gurke, die auch gut im Freiland wächst, diese Sorte. Wir haben ja einmal eine Sorte fürs Gewächshaus und einmal eine fürs Freiland, die dann auch schöne Gurken bildet. Und hier in der Mitte, ich gehe mal ein Stück zurück, hier könnt ihr das sehen, diese kleinen Pflänzchen, die hier drin stehen, gehören auch zu den Hülsenfrüchten. Das sind die Edamame, die essen wir nämlich auch sehr gerne.
In den letzten zwei Beeten hier haben wir Kürbisse, also Hokkaido-Pflanzen sind da drin, zusammen mit den Ringelblumen und Kapuzinerkresse steht noch drin, Borretsch, also viel Mischkultur. Und daneben seht ihr zwei Reihen mit dem Zuckermais. Der hat es ja dieses Jahr ein bisschen schwer, weil es so lange kalt war. Aber wir haben es doch noch geschafft. Wir haben Zuckermaispflanzen hier drin stehen. Wir haben dazwischen noch den Muskatkürbis stehen. Und was zum Milpa-Beet natürlich noch fehlt, sind die Bohnen. Das macht aber Sinn, wenn man es machen möchte. Wenn die Maispflanzen etwas höher sind und dann die Bohnen legen, dann können die gut dran hochranken. Abschließend möchte ich euch jetzt noch unsere Seitenbepflanzung zeigen, die wir hier noch neben diesen Beeten haben. Kommt mal mit. Bevor wir das vergessen, einige von euch hatten uns gefragt, wie ist es denn jetzt aktuell bei euch auf dem Hof mit den Schwalben? Wir haben ja draußen Mehlschwalben und drinnen die Rauchschwalben. Im Moment piept es und flattert es ganz gewaltig. Wir haben sie sogar auch auf die Kamera bekommen oder vor die Kamera bekommen. Schaut mal. Sind die nicht niedlich? Es piept und flattert hier überall. Wir haben auch Bachstelzen hier, so viel von den kleinen Singvögelchen. Wenn euch die Vögel und der Garten bisher gut gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und schaut mal, hier, das sind unsere Randstreifenbeete und die sind auch schon voll bepflanzt. Mein Mann ist so fleißig. Lauchzwiebeln sind dabei, ganz viele Kräuter, verschiedene sind dabei, aber eben auch das komplette Sortiment aus unserer Sektion der essbaren Blüten. Und ich freue mich schon, wenn es jetzt ein, zwei Monate weiter nach vorne geht und wir ganz viel am Blühen haben, die Sonnenblumen da sind und der Garten so richtig in seiner Pracht steht. Ich werde weiterhin gerne berichten. Also wenn ihr unseren Kanal noch nicht im Abo habt, abonniert uns gerne kostenlos. Wir geben uns Mühe, euch auf dem Laufenden zu halten. Und wenn ihr Lust habt, direkt noch ein bisschen Gartengemüsekiosk weiterzuschauen, wir bauen die dicke Bohne zweimal im Jahr an. Das Video dazu ist hier oben. Und wenn ihr noch gutes Saatgut braucht, schaut gerne bei uns im Kiosk vorbei, biologisch und samenfest. Und wenn ihr wissen wollt, was wir im Juni noch so alles aussehen können, um den Garten dauerhaft voll zu halten, ist das Video hier. Macht's gut, viel Spaß und viel Spaß beim Buddeln. Eure Jen.